Willkommen zurück zu Amnesia Machine for Pigs. Und letztes Mal sind wir an diesem total tollen Aufzug gefahren, der ganz unerwartet zusammengestürzt ist und uns hier unten rausgeschmissen hat. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wo wir genau eigentlich rausgekommen sind. Da klingelt erstmal das Telefon und wir kriegen eine Notiz. Ich lese letztere zuerst vor. Eins nach dem anderen. Sabotage. Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich war ja davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum, denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Du bist Iron Man. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir sind Iron Man. So, damit wäre die Notiz abgehakt, auf zum Telefon. Oh, allmächtiges Telefon, sprich zu uns, erleuchte uns. Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Der sagt immer nur einen Satz und dann ist er wieder weg. Der ist extrem kurz angebunden. So, dann erstmal zurechtfinden. Da geht's runter. Aha, hier geht's hinter. So. Ist das so eine Art Labor? Sieht aus wie ein Labor, ne? Das ist zu. Und wir haben eine Notiz gekriegt. Ich ahne Schlimmes. Mein Tagebuch. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Lass mich raten. Wie im ersten Amnesia in welche Säure, oder? Das war im ersten Amnesia was immer Säure. Wenn Schloss da war, immer diese Säure finden, Schloss aufmachen. So. Und hier ist so eine Art, das sieht aus wie... Ein Untersuchungsstuhl für was auch immer. Und hier ist eine Notiz. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennburg Vitae von Infusion und einem Teil Orgon-Monaden-Disperserflüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie indiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Super, ist bestimmt ein super Zeug. Und wie gesagt, hier ist so ein Arztstuhl, ne? So ein Arztstuhl. Und man kann das sogar... Oh, Physik. Weißt du, ich kann nichts im ganzen Spiel anfassen, aber das Ding kann ich jetzt anfassen und damit rumspielen, oder was? Warum kann ich das? Das ist doch doof. Also, es ist nicht doof. Natürlich ist es toll, dass ich damit rumspielen kann, aber da will ich auch mit anderen Dingen rumspielen können. Das hilft der Immersion extrem. Ich habe keine Ahnung, warum das geht. Es geht, weil es geht. Okay, gut. Habe ich hier was übersehen? Nein. Gut, Säure finden, Tor aufmachen. So, hier runter. Das ist jetzt also die unterirdische Einrichtung, wie es aussieht, ne? Keine Fenster, kein gar nichts. Da ist schon wieder so eine Maya-Pyramide. Da ist nichts drin. Na komm, mach auf. Nüscht. Ein Buch, aber nichts, was wir brauchen können. Und eine Brille. Keine Ahnung, warum die da drin rumliegt. Ich bewahre meinen da zwar nicht auf, aber egal. Schon wieder eine Notiz. Ist ja schlimm. Mein Tagebuch. Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und es stinkt definitiv... Und stinkt definitiv, jetzt machen wir es richtig, nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einem flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Ist bestimmt die Säure, die wir brauchen, ne? Wette ich einfach mal drauf. Dann ein Knopf. Führen die Kabel hin. Hier, aber ich kann damit nichts machen. Okay, gut. Das ist schade. Hier waren scheinbar auch mal Hebel dran, die ich aber nicht benutzen kann, weil es keine mehr gibt. Was ist das? Käfige. So. Und hier? Niedrigtemperaturlagerung. Es sieht alles beides gleich tödlich aus, ne? Die Gänge sind die gleichen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu den Käfigen.
Ich möchte hier nicht sein. Ich fühle mich hier unwohl. Geräusch. Schön. Ein lauter Schrei. Hier kann ich hinter. Hoffentlich nicht, um mich zu verstecken, aber ich höre unangenehme Geräusche, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich... Natürlich, das ist toll. Ruhe. Die neue Werbung dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Toll. Jetzt wird bestimmt eins von diesen Käfigen gleich und so, ne? Mal kurz klopfen. Was haben wir drin? Was ist das? Luftschacht oder was? Hier ist nichts. Ich will hier nicht durchlaufen. Ich weiß nicht, wo was drin ist. The fuck? Okay, gut, das war eine Zwischensequenz. Schön. Hier ist zu, was ist da? Schon wieder der gleiche Hinweis. Das war eine Zwischensequenz. Das Vieh wollte nichts von uns. Gruselig war es aber trotzdem. Wo müssen wir überhaupt hin? Was ist das denn? Eine Eimer und ein paar Kartoffeln. So, so, für die Fütterung wahrscheinlich. Hier ist nichts. Gut, dahinter. Eindeutig, eindeutig. Doch schön. Solche Schächte machen mir immer Angst, ich habe immer Schiss, dass wenn ich das aufmache, dass da irgendwas drin sitzt. Weil es mir einfach eine Ratte anspringt. Stimmt, das klingt jetzt schon eher wie ein Geist, statt wie ein Schwein oder sowas in der Art. So, so. Ach, hier ist die andere Seite von dem Ding. Ja, das ganz toll. Ein Teddybär, natürlich, das ist... Das gleiche Modell, das wir auch schon auf dem Dachboden gefunden haben. Nur auf dem Dachboden war es noch halbwegs schön. Hier ist es einfach nur dreckig, stinkig, dreckig und wieder stinkig und unheimlich. Und hier liegt eine Notiz. Und ich höre Schweinegekreische im Hintergrund. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in eine Reihe mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen, Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder... flüstere ich ihnen in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Sind die Notizen wirklich von ihm? Heißt das damit, dass seine Kinder tot sind, er wahnsinnig geworden ist und an Menschen experimentiert und sie zu Halbschweinen macht? Da bitte, ganzer Plot erklärt? Ach nö, ich will nicht... Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Do I look like a hog, sir? Oh Gott, britisch, das ist ganz schlimm. Hier ist zu. Was ist das denn? Nein. Ganz sicher nicht. Okay, Spiel... Das Spiel will, dass ich hier reinmarschiere, wa? So. Geräusche? Klick. Ich hab das gehört. Ihr hört das auch, ne? Schwein. Bitte komm nicht hier durch. Ich weiß nicht, wo es ist. Würde es aber gern wissen. Ich gucke jetzt mal. Ist so eine Art Gang. Okay, es sieht aus, als ob es den Gang hoch und runter läuft. Ich laufe da jetzt mal rein. Gut, ich glaube, man kann sich recht einfach vor denen verstecken. Ich glaube, man hat nur ein Problem, wenn sie einen sehen. Aber wir haben ja schon gemerkt, sie sind nicht allzu schwer abzuschütteln. Man muss nur dauernd sprinten.
Oh, der läuft jetzt auf zwei Beinen. Das ist neu. Der hat ein Upgrade gekriegt. Guckt ihn euch an, den hässlichen Bastard. Du bist hässlich. Die Familie schämt sich wegen dir. Eine Mutter ist ein Hamster. Oder ein Schwein. So, ich warte jetzt, bis er durch die Tür wieder rauskommt. Dann marschiere ich einfach easy locker an ihm vorbei. Oh nein, ich bin glaube viel zu nah. Ich glaube, er läuft. What the fuck, Mann? Bro! Bro! What the fuck? Was jetzt passiert? Erklär mir einer, was gerade passiert ist. Ist er in mich reingelaufen? Ich hab's nicht gerafft? Kann sein. Ich bin doof. Das ist natürlich durchaus im Bereich des Möglichen. Wir versuchen es nochmal. So. Ich hab nicht wirklich Schiss vor denen. Ehrlich gesagt. Weil wegen, es sind nach wie vor Schweine, wenn auch verdammt, ein verdammt gruseliges Modell. Aber ich, das war schon im ersten Ninja so, ich hatte nie wirklich Angst vor den Grunts. Nur wenn sie mich von hinten erschreckt haben, war das immer übel. Und dieses Geräusch im ersten Teil, ne, wenn man im ersten Teil verfolgt wurde. Ich versuche jetzt nur die Zeit zu überbrücken, wo ich warten muss, bis der Typ hier durchmarschiert ist. Dreh um. Der ist auch so langsam, das ist nervig. Der braucht ewig. Na, Schwein? Ah, einmal steht dahinter. Ich gehe jetzt mal hier hin. Hier so. Ne, dann kann ich vielleicht noch um ihn rum. Oh Mann, ey! Gut, wir laufen. Und wir verstecken uns. Die Musik. Darf ich das als Signal zählen, dass er mich in Ruhe lässt? Ich will ihn doch da oben rummarschieren. Naja. Gut, Telefon hat gebimmelt. Wo denn? Machen wir die Lampe aus. Zugang zur Einrichtung. Schweineproduktreihe, Opiatverteiler, Wirkdrossel, Bilgepumpen, Entsorgungsrohre, Maschinenräume, Boiler, Orgontürme. Das Telefon ist laut. Wirkdrossel klingt geil. Telefon, sprich. Mach schnell. So, so ist das also. Ich denke, wir müssen hier hinten hoch. Gibt es hier auch noch irgendwas, was ich vorlesen kann? So, jetzt nicht, dass ich was übersehen habe, vor lauter weggerenne. Weil ich renne ja auch ganz schön viel. Nee, hier ist nichts. Guck mal, da hinten ist eine originale Ninja-Kerze, schick. Ich würde sagen, ich denke, wir müssen hier hoch und von da aus weiter. Und das machen wir aber beim nächsten Mal, wo wir hoffentlich nicht aufgrund eines blöden Schweins sterben. Aber ich bin mir sicher, das war nicht der Einzige. Und beziehungsweise wahrscheinlich kommt der einfach wieder. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei im Ninja Machine for Pigs. Lasst mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.